Bayernsport wird Ihnen präsentiert von der Glücksspirale, die Rentenlotterie. Der Unterschied zwischen Männern und Frauen beim Warmmachen besteht darin: Frauen machen es mit anmutiger Bewegung, Männer dagegen mit viel Durst. Prost! Die Jungs sind eigentlich so ähnlich wie die Kids. Ja, viel Geduld, viel Spaß und wir arbeiten mit gelben und roten Karten. Das könnte daran liegen, dass die Männer vielleicht auch nicht alles ernst nehmen. Und so ist das Training mit Männern immer mit etwas Risiko verbunden. Er hat eine relativ rutschige Hose an und die Schuhe, sie waren mit der Ferse drauf und ist dadurch abgerutscht. Wieso kommen Sie mit der rutschigen Hose? Mit sowas haben wir nicht gerechnet. Ihr springt mit geschlossenen Füßen und ihr wippt jetzt bitte nicht nur so, sondern ihr springt ordentlich. Also wirklich rein in den Boden, okay? Gut. Spätestens jetzt wird deutlich, bei der Fantasia geht's nicht nur um Jux und Dollerei. Hier wird auch intensiv gearbeitet. Klopf, 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 Arme. 1, 2, 4, 6, 7, 8. Bei uns geht's tatsächlich darum, dass jemand Spaß am Tanzen hat und dass er zu uns passt. Also bei uns ist es nicht wichtig, ob jemand Tanzerfahrung hat, welches Alter er hat. Das sieht man, wir sind eine kunterbunt gemischte Truppe. Mit einem hohen Anteil an Kindern und Jugendlichen. Die Fantissimos dürfen auch mit den Erwachsenen zusammen trainieren, denn sie wollen schließlich lieber heute als morgen in deren Fußstapfen treten. Die möchten unbedingt in die Fantasia. Wir bleiben dabei, bis wir da rein dürfen. Dürfen sie ab 16? Dann wird es deutlich akrobatischer. Bei der Fantasia müssen nämlich Bewegungen und Gesten taktgenau sitzen. 3, 4, hinsetzen, 5 oder halt hinstellen. Kopf ist die 6, der Fuß oder der Arm ist die 7, 8. Seit über 25 Jahren tanzt jetzt die Fantasia auf den Punkt. Wir waren Cheerleader und wir haben gesagt, oh komm, wir machen einen Programmpunkt, wir tanzen einen Tanz. Und der kam dann so gut an, dass wir dann Auftritte hatten und dann haben wir beschlossen, dass wir eine Schautanzgruppe machen. Und jedes Jahr ein komplett neues Programm. Immer dabei Eifer, Trainingsfleiß. Und der Spaß, der ist mir sehr wichtig, weil nur wenn wir auch Spaß im Training haben, können wir auf der Bühne eine gute Leistung bringen. Bayernsport wird Ihnen präsentiert von der Glücksspirale, die Rentenlotterie.